Das ist diesmal ein spezielles Video. Und zwar hat Maximilian Plaschke vom Projekt Naturbrochennacht gefragt, ob ich nicht mal ein kleines Lehrvideo machen könnte. Über alles, was so nachts an Tieren und Pflanzen mit dem natürlichen Lichtmangel umgeht. Aber auch mit Blick darauf, was eigentlich geschieht, wenn wir das Lichtklima in der Umwelt der Pflanzen und Tiere und auch von uns Menschen ändern. Das Lehrvideo soll nur 5 Minuten lang sein und deswegen werden wir heute Abend dieses Thema von ungefähr 16 zweistündigen Vorlesungen, 2 Semester lang, nicht abarbeiten, aber wir können zumindest mal damit beginnen. Es ist vielleicht auffällig, wo ich gerade bin. Ich habe mir ein Refugium gesucht, weiter im Norden Europas, um mal einige Tage vollständig alleine zu sein und mal alles Mögliche Revue passieren zu lassen. Damit sind wir direkt in der Nacht. Was macht die Natur? Was machen die Organismen in der Nacht, wenn sie nicht gerade aktiv sind, zu bestimmten Zeiten anfangs und am Ende der Nacht, wie etwa die Fledermäuse mit ihrer meist zweigipfligen Aktivitätskurve, dann gehen die Pflanzen und die Tiere nachts in Reparaturschleifen. Alles schaut sich an. Der Körper, da gibt es verschiedene Teile des Körpers, die ihn von innen und von außen anschauen. Und es werden so und so viele Reparaturvorgänge in Gang gesetzt, derer zum Beispiel wir Menschen existenziell bedürfen. Unter anderem gibt es da eine Gruppe, die sogenannten Leptine, die wir im Grunde genommen nur aufbauen können, die in unserem Körper nur wirksam werden können, wenn wir uns eine vollständige Nachtruhe geben. Und ich kann dazu sagen, ich habe das oft auch mit Füßen getreten. Ich habe mir oft gesagt, gerade im Studium, du arbeitest jetzt bis heute Nacht um 4 und um 8 ist Vorlesung. Ich bin dann meistens um 9 Uhr da gewesen. Ich will damit sagen, ich neigte und neige auch immer noch manchmal dazu, wie viele Menschen in unserer Zeit, den Schlaf nicht ausreichend zu seinem Recht kommen zu lassen. Und ich empfehle und praktiziere das auch hier, den Frühschlaf ab 9 respektive 10 Uhr spätestens im Bett zu sein. Also, in der Nacht wird ganz viel repariert, aber wer in der Nacht lebt, wie beispielsweise Nachtfalter, ich habe also mal mit einem guten Freund, dem Dr. Thomas Esche, vor vielen, vielen Jahren in der Oberrheinaue Nachtfalter gesammelt, bei Grissheim unter anderem. Und ich habe dann, nachdem ich bei ihm gelernt hatte, dasselbe in Oberschwaben getan, im Landkreis Ravensburg. Da war ich oft alleine. Habe ich uns auch gemerkt, was Nacht mit einem macht. Denn wir bekommen, obwohl wir eigentlich sonst vielleicht gar nicht so ängstlich sind, nachts, wenn wir in einem grellen Lichtschein stehen, was man tun muss, um Nachtfalter zu finden, heranzulocken. Man kommt dann durchaus in einen Zustand von Angst, weil rund um die Lampe ist alles schwarz. Ja, und nachts gehen so und so viele Tiere speziell ihrem Leben nach. Das heißt, bestimmte Bären unter den Nachtfaltern kamen erst relativ spät, wenn die Mitternacht schon gekippt war und es auf 2, 3 Uhr ging. Andere kamen die ganze Nacht, wie zum Beispiel dort in den Rheinauen bestimmte Birkenspanner. Andere kamen auffallend früh, geradezu noch in der Dämmerung. Manche kamen auch nur ganz kurz. Das heißt, in der Nacht teilen sich die verschiedenen Lebewesen auch letztlich in raumzeitliche sogenannte Nischen auf. Nachtbestäubende Insekten haben wir damit betrachtet. Die gehen dann zum Beispiel an die Weiden, die gehen an die Eichen und die gehen an ganz viele Pflanzen,
die auch nachts blühen, wie das beispielsweise mit der windenden Heckenkirsche der Fall ist, die ja übrigens auch für uns Menschen einen betörenden Duft ab ungefähr 18 Uhr aussendet. Es gibt in solchen Auenwäldern, wo wir unsere erste gemeinsame Exkursion durchgeführt haben im Rahmen dieses Projekts im Leipziger Auwald, ein paar Tiere, die sind extrem selten. Mancherorts sind sie dann sogar relativ häufig, aber insgesamt bezogen auf Deutschland oder Europa sind sie selten. Und da nenne ich nur den Eremiten, den mein Freund Johannes Hansmann geradezu souverän sucht und findet. Und er findet viel mehr als die, die vorher mal auf die Suche geschickt wurden. Das ist ein ganz besonders spezieller Käfer, der sehr viel anbrüchiges, totes Holz braucht, sehr viel Mullen. Und der als Urwaldkäfer sehr langsam ist. Eine Auffassung, die wir übrigens gar nicht unbedingt teilen müssen, denn viele dieser Urwaldrelikte müssen auch diese Käfer zeitweilig mal fit sein, um mal zu anderen Bäumen zu gelangen. Natur braucht Nacht, ist ganz wichtig. Ich kann das mal ganz direkt auf den Menschen beziehen. Ich gehe sehr gerne in den Wald und in den letzten Jahren hörte man dann von Clemens Arvey den Begriff Biophilia, also die Liebe zum Leben. Oder man hörte auch den Begriff Waldbaden. Ich kann euch dazu sagen, das ist etwas, was ich seit kleinstem Kind tue. Meine Eltern hatten einen großen Garten, vor allem meine Großeltern, und ich lag oft unterm Apfelbaum, da hineinblickend in das Blätterdach. Und ich lege mich auch gerne überall, wo ich in der Natur bin, hin und schaue dann in die Luft, sehe dann das Grün, was da oben durchkommt. Und ich kann nur sagen, das Grün, das senden die Blätter mir da oben aus, aber wenn die Blätter da oben grün erscheinen, dann holen sie aus dem Licht violett, lila, dunkelblau und dunkelrot, magenta, unsichtbares Infrarot. Und so wird es dann noch verständlich, wenn wir mal irgendwo eine Quelle in einem Wald finden, dann können wir die Quelle zum Beispiel da erkennen, dass es dort eine Rotalge namens Hildenbrandia rivularis gibt, aber auch andere Rotalgen. Ganz interessant sehen die oft aus, wenn man die unter dem Mikroskop anguckt. Kommen wir vielleicht später mal drauf. Könnt ihr mal nachschauen, was ich hier wohl meine. Aber eben die Hildenbrandia rivularis, die überzieht Steine mit einer ganz dünnen roten Schicht. Und warum ist sie rot? Weil von da oben grün kommt. Und dann könnt ihr mal unter dem Begriff Komplementärfarben nachschauen und auch in einem Buch, wo etwas darüber steht oder im Internet, was eigentlich bei der Photosynthese für Farben gebraucht werden. Es gibt da Photorezeptoren und sogenannte Photosysteme und wenn wir uns mal anschauen, wie die spektralmäßig organisiert sind, dann wird uns einiges klar. Natur braucht Nacht. Was passiert eigentlich, wenn ich keine vollständige Nachtruhe habe? Viele Heilungsprozesse im Körper, die ganz normal nachts laufen müssen, weil der Tag ja immer anstrengend ist. Manchmal müssen wir wegrennen, heute vielleicht nicht vor einem Löwen, aber hinter einer Straßenbahn her. Viele Heilungsprozesse können nicht laufen, wenn wir keine vollständige Nachtruhe haben. Deswegen zieht euch einen dunklen Hut auf, wenn ihr nachts schlaft, aber draußen gibt es blinkende Reklame, die muss unbedingt weg. Ich empfehle dringend, bei offenem Fenster zu schlafen, wo es nur irgend geht vom Lärm her und so weiter und so fort. Und ich habe schon manche Leute angetroffen, die an sehr lauten Stellen in Städten wohnten. Dann wohnt möglichst nach hinten heraus mit dem Schlafzimmer. Aber achtet darauf, dass ihr nachts Dunkelheit habt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und schau, wenn wir jetzt nachts unterwegs sind mit dem Auto und so, dann erlebe ich, es gibt verschiedene Autos. Manche, da kann ich ohne weiteres gucken, wenn die kommen.
Manche sind so hell, ganz moderne LED-ausgestattete Autolampen. Da kannst du kaum hingucken. Oder sogar Ampeln. Manche Ampeln sind so ausgestattet, dass das total hell überstrahlt. Ist nicht gut. Für das menschliche Auge jeden Alters gibt es bestimmte angepasste oder eingestellte Lichtqualitäten, was die Spektralverteilung betrifft. Die Intensität, also die Menge der Photonen, der Lichtteilchen. Die Symbiose baumbewohnender Insekten wollte Maximilian gerne auch etwas dazu wissen. Das ist so komplex, das kriegen wir natürlich auch nicht hin. Zum Beispiel an einer Stieleiche, auch durchaus im Auwald Leipzig, dort wo er noch halbwegs intakt ist. Es gibt diese Bereiche kaum noch. Dort kann eine Eiche sage und schreibe 1000 und mehr Arten als Besiedler aufweisen. Also 1000 und mehr Tier- und Pflanzenarten, die auf so einer Eiche leben und sich entweder von ihr oder von dem ernähren, was zu der Eiche in den Kronenraum kommt. Über 1000. Bei der Rotbuche sind es vielleicht 50, 80, 100. Die Rotbuche ist entwicklungsgeschichtlich jünger als die Eichen, die in frühen Vorfahren bis in die Kreidezeit zurückreichen, also bis über 60 Millionen Jahre hinaus. Die Rotbuche ist eine etwas jüngere Erscheinung. Die Rotbuche ist auch nicht der ursprünglich urwaldprägende Baum Mitteleuropas. Zum Beispiel jetzt in unserer Zeit wäre sie das nicht. Aber die Rotbuche bringt nicht den Artenreichtum in den Wald. Das machen die Ulmen. Das macht auch der Bergahorn schon besser als die Rotbuche. Das macht aber die Eiche, die Stieleiche, die Traubeneiche. Ungleich, überragend. Und wenn dann noch irgendwo ein Weichlaubholz steht, wie zum Beispiel die sogenannte Aspe, Zitterpappel oder die Weißpappel oder die Schwarzpappel oder die Silberweide oder die Bruchweide, wie sie dann in Auwäldern typisch sind. Wenn du diese Baumarten hast und vielleicht sogar noch ein Wildobst, ein Malus silvestris oder sogar dabei. Naja, dann ist alles voll. Da müssen wir nur darauf achten, dass es genug Totholz gibt und dass das Totholz ist, welches natürlich entsteht. Im Leipziger Auwald will man immer wieder Totholz künstlich machen durch Ringel. Das passt überhaupt nicht. Da hat jemand was nicht verstanden. Totholz will von Natur aus entstehen und steht immer in Wäldern zur Verfügung, denn da gibt es Schneebruch, da gibt es Windbruch, da gibt es ja, Stürme, da gibt es Starkregen und so weiter, die mal Bäume umwerfen. Und es sterben auch immer wieder einzelne Bäume ab und dann ist es doch gut, dann lassen wir die doch. Ja, ihr Lieben, eine kleine Herausforderung war dieser Film. Ich habe ein paar Aspekte aufgezählt und zu jedem dieser Aspekte könnten wir Lehreinheiten machen. Und ich denke mal, mit Maximilian und seinen Freunden wird geklärt, was wir jetzt im Einzelnen weitermachen zum Thema Natur braucht Nacht. Die Tiere brauchen Nacht, die Pflanzen brauchen Nacht, die Menschen, also ihr, brauchen Nacht. Ich wünsche euch oft, oft, oft eine sehr gute Nachtruhe. Übrigens eine ohne WLAN, ohne Strahlungen. Das ist heute in großen Mietshäusern nicht ganz einfach. Aber wo immer es geht, schaltet in eurem Schlafzimmer das WLAN weg und schaltet sogar die Steckdosen aus. Das geht über die geeignete Sicherung. Elektrosmog bitte nicht nachts, wenn es irgend geht. Die Zeit arbeitet fürs Verständnis. Ich wünsche alles Gute und danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis bald wieder.